Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei der Arena. Ja, wir haben in der letzten Folge auf den Sack gekriegt wieder mal, obwohl es zu Beginn eigentlich sehr gut aussah. Es ist, naja. Die Arena ist bei mir immer so eine Sache, ne? Aber gut, gucken wir mal, wie es jetzt wird. Vielleicht haben wir ja doch noch ein bisschen Glück. Was schön wäre. Uta gegen Malfurion. Ich muss die ein Druide. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ein Druide. Naja. Mal schauen. Ich hoffe, er hat nicht so gute Karten gezogen. Naja. Und wieder haben wir unser Geheimnis zu Beginn. Die heilige Prüfung. Ein Drachenei. Das ist natürlich bei uns ein bisschen blöd. Da machen wir doch lieber das hier, wenn wir es schon kriegen, ne? Er kann natürlich jetzt die Heldenfähigkeit einsetzen. Was er wahrscheinlich auch tut. Das heißt aber, er kann in diesem Zug sonst nichts mehr machen. Also von daher, naja. Könnte schlimmer sein. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Kaffee hier. Was ist denn hier los? Ich habe den schon vor der Folge ausgetrunken. Das ist ja traurig. Ich und kein Kaffee. Ja, jetzt hat er aber lange überlegt. Der Herr. Er könnte das Ei natürlich auch buffen, was auch ziemlich mies wäre, ne? Das wäre auch mies. Ja, mana-technisch ist das natürlich nicht gerade so pralle. Ich spiele ihn aus. Wie er es schön gesagt hat, drauf geschissen. Ich habe ja ich habe nicht diese Karte da, wo man drei Soldaten beschwören kann. Jetzt gibt's den Buff, habe ich das Gefühl. Oh, ein Jedi. Ein Jedi-Ritter! Wir kriegen auch einen Jedi. Das Dingo! Ja! Ich habe das Gefühl, er wird ihn buffen. Deswegen mache ich lieber das hier. Klar, er kann mir dann ihn hier töten im nächsten Zug. Ohne Probleme. Aber er kann ihn immerhin nicht buffen und noch mehr von den Typen holen. Beziehungsweise von den Drachen. Deswegen finde ich, war das... Ja, sowas habe ich auf ihn... Ja, erwartet. Und das Gute ist, der Nächste, den er ausspielt, wenn ich jetzt nichts töte, ne? Ist weg. Oh. Wäre auch interessant, ne? Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Ich mach das mal so. Wahrscheinlich wird er jetzt mit dem Yeti den 2-2er killen. Mit dem 3-2er auf den 3-4er und dann mit der Heldenfähigkeit den noch weghauen. Vielleicht. Kommt natürlich auch darauf an, was er noch für Karten hat, ne? Kommt jetzt was Dickes? Das wäre schön. Weil der wäre tot. Na Mist. Oh Mann. Ich weiß nicht, warum die das immer ahnen, ne? Ich weiß nicht, warum.
So, jetzt bin ich gespannt. Ein Prankenhieb, super. Alter. Ach, ist das ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wird das schon wieder ein Los? Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sollen wir Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Wie gemeint? Wo soll ich zuschlagen? Da fehlen mir die Worte. Ich glaube, das wird schon wieder ein Los. Das ist ja unglaublich, ey. Klar, Zorn, warum auch nicht, ne? Ach, das ist doch einfach übel. Naja, immerhin ist der Spott weg. Aber er könnte natürlich jetzt auch Silence irgendwie haben. Sind ja Droiden sehr gut darin. Ja. Oder sowas, ne? Ja, der hasserfüllte Schmiedin ist eigentlich okay, wenn wir die Waffe hätten. Haben wir aber nicht, ne? Na, es ist so übel. Und wir haben sowas von nix auf dem Feld, ne? Oh Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Alter. Das ist doch echt zum Kotzen, ey. Ja, was denn noch? Ja, klar. Das ist doch unglaublich, echt. Das ist doch einfach nur unglaublich. Der spielt auch nicht mehr aus. Genauso wie unser letzter Gegner. Es ist zum Kotzen. Es ist doch übel. Ich gebe auf. Das war nämlich jetzt auch noch ein Fehler.
Ach, sei still. Ja, Freunde, dann werden wir wohl in der nächsten Runde versuchen, irgendwie noch was rauszuholen. Aber ich habe echt ein schlechtes Gefühl gerade. Kein Wunder bei den zwei, naja. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssikowski. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone, Heroes of Warcraft.